Herzlich willkommen heute mit der wundervollen, fruchtig-spritzigen Beyond Feng Shui-Expertin Christine Meiler. Es wird ganz, ganz, ganz spannend. Ich freue mich mega. Und ich freue mich auch. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, für dieses Interview und für die Möglichkeit, das Ganze dann auch noch bei dir zu Hause zu machen. Super, vielen Dank dafür. Sehr, 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 sehr gerne. Ich bin mal so gespannt, was du uns da alles mitgebracht hast. Irgendwer ist laut. Ah, Sandra, du bist laut. Ich wollte nämlich jetzt gerade eben still machen, aber es ist ja gar nicht mein Recording. Das hätten wir mal umgekehrt machen sollen, ne? Du bist da routiniert da drin. Und mir geht's ganz leicht. Ja, also ich freue mich riesig. Und der Hintergrund war der, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, dass ja ich im Frühjahr gewählt habe, ein VIP-Coaching zu machen bei der Sabine. Genau. Und während des Coachings natürlich erzählt habe, was ich so mache, was meine Mission ist, nämlich, dass ich gerne möchte, dass erstmal zuallererst in Deutschland und in Europa die Menschen wieder anerkennen, dass wir permanent in der Wechselwirkung sind mit unseren Räumen. So ähnlich wie mit der Kommunikation. Wir können nie nicht kommunizieren. Genauso sind wir permanent in der Wechselwirkung mit unserer Umgebung. Und das ist meine Mission. Und wenn wir das anerkennen und dass wir dann die Räume so gestalten, dass sie uns nähern, dass sie also absolut die Fülle, den Reichtum, den Wohlstand in unser Leben bringen. Und Fülle, Reichtum und Wohlstand bedeutet für mich, nicht nur Geld, sondern es bedeutet alles. Für den einen ist es eine Familie, für den anderen ist es das Business, für den dritten ist es der Porsche mit dem Ferrari oder was auch immer. Also es ist einfach alles. Und ja, und dann haben wir immer wieder so gequatscht. Und Sabine hat direkt so viele Impulse umgesetzt und das fand ich so mega klasse. Ja, und es war auch so spannend, du hattest da in deiner tollen Gruppe auch mal so ein Live gemacht und dann ist so... Ah, oh, es war so richtig ding, 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 ding. Und zwar ging es da auch so, wie sieht deine Eingangstür aus? Und ich so, es war ein Live und es war so bahnbrechend, was danach alles passiert ist. Und dachte ich mir, okay, da müssen noch Blümchen her. Dann ist die beim Carport, bei der Einfahrt, habe ich dann angefangen zu streichen, habe dann noch Pflanzen gekauft, habe dann noch die Schaukel gekauft, dann ist das Bild entstanden, dann ist die alles ganz, ganz gut in Bewegung gekommen und dachte ich mir, boah, und das nach so einfach so einer kurzen Zeit, beziehungsweise nach so wenigen Impulsen, dachte ich, was passiert da erstmal, wenn da noch so viel mehr angeguckt wird? Und ja, dafür bin ich dir einfach auch so dankbar, weil es ist so. Es war ja auch so bei uns ein bisschen, bleiben wir jetzt in dem Haus oder so etwas Größeres und was, wenn es nicht ein Entweder-Oder ist, was, wenn es ein Und-Noch gibt und wenn wir auf Weltreise gehen und. Also die Christine hat halt ganz, ganz, ganz viel bei mir, bei uns getriggert, verändert, bewusst, unbewusst und sie hat halt einfach so eine magische Energie und ja, davon möchte sie heute euch noch ein bisschen mehr erzählen. Genau. Ja, jetzt werde ich sogar verlegen. Okay. Macht nichts. Also, anerkennen, wie genial du bist. Punkt. Genau. Also es geht wirklich darum, dass es auch verschiedene Stufen gibt, die wir durchlaufen bei so einer Beyond Feng Shui Beratung. Also das Erste habe ich eben gesagt, dass wir überhaupt mal anerkennen, dass da was geht. Und das Nächste ist, dass wir alles das, was unser Leben beschwert und was wir nicht mehr möchten, loslassen. Das ist auch immer so eine ganz, ganz schöne Übung. Ihr geht durch euer Haus, sucht euch an verschiedenen Stellen oder ja, fangt mit einer Kommode an oder mit einem Zimmer, ne? So, dass es wirklich leicht ist. Das ist immer das Wichtigste, dass es leicht ist, weil sonst machen wir es nicht. Und guckt euch jedes Teil an. Hier, wie diese Tasse. Liebe ich es? Brauche ich es? Geht das? So, liebe ich es? Darf es bleiben? Brauche ich es, darf es auch bleiben. Liebe ich es, nein. Okay, brauche ich es, naja. Und dann entscheidet ihr wirklich bei jedem einzelnen Teil, ob es weiterhin in eurer Umgebung sein darf. Und dann fängt es schon mal an, dass es leichter wird. Alles das, was euch nicht gut tut und was euch stört, geht schon mal. Dadurch
verändert sich schon unheimlich viel. Und in dieser Phase, weiß ich, hat Sabine auch ein Zimmer, ja, da hat sie ganz, ganz viel losgelassen. Einiges. Und das darf auch ein Prozess sein. Das darf ein Prozess sein. Und bleibt dran. Wirklich so Stück für Stück. Lasst alles los, was euch nicht gefällt. Und dann das, was die Sabine eben schon gesagt hat. Ich habe ja auch gerade in meiner Beyond Feng Shui Gruppe, Be Feng Shui Ausrufezeichen, so ein Gewinnerspiel ins Leben gerufen, wirklich damit alle Gewinner werden, nämlich das, was in eurer Wohnung installiert ist, um die Fülle, um den Reichtum, um den Wohlstand einzuladen, dass ihr davon ein Foto macht und das in die Gruppe postet. Und alle, die da mitmachen, gewinnen ja schon mal für sich diese Erkenntnis und die höhere Energie. Und zum anderen könnt ihr auch noch einen Platz gewinnen in meinem 27-Tage-Programm Energy Abundance Be Feng Shui Spezial. Das ist nämlich eine Kombination aus Wortpraxis und Feng Shui. Also das ist eine Manifestation für dich mit dem Raum. Das ist total cool, was da auch schon an Downloads kam. Und ich bin ja heute bei meiner Mama. Stimmt. Ich habe noch gedacht, das kenne ich gar nicht. Also ich werde sagen, wo ist sie denn heute? Ich kenne den Raum gar nicht. Genau. Stimmt, du bist ja bei deiner Mama, genau. Ja, und dann habe ich extra, weil das ist auch so ein schönes Beispiel, da habe ich dann sie gefragt, ob ich in ihr Wohnzimmer kann. Das hat sie nämlich letztes Jahr, nachdem mein Papa gegangen ist, hat sie dann das genutzt, um wirklich ihre Räume so zu gestalten, dass es ihre Energie ist und nur für sie. Und das ist das, was wirklich, wirklich die Veränderung bringt. Und das war ja auch bei Sabine, dass sie wirklich die Pflanzen da reingebracht hat, damit sie ihr Paradies, das, wovon sie immer geträumt hat, damit das in ihr Leben kommt. Und da lade ich euch ein, verlasst euch da auf euren Bauch. Und ihr seid alle so magische Wesen. Und das Live, von dem Sabine gesprochen hat, da ging es darum, dass ihr euch auch erlaubt, euer Haus, und wenn ich von Haus spreche, kann das auch eine Wohnung sein. Also, dass ihr von eurem Haus empfangt und dass ihr mit dem zusammen kreiert, dass ihr wirklich in die Kommunikation geht mit dieser, wie Sabine immer so schön sagt, Beauty. Dass ihr wirklich in die Kommunikation geht und mit dem Haus sprecht. Und das einfach mal anerkennt, weil das Haus bietet euch Schutz, Geborgenheit. Es bietet euch euren sicheren Raum. Da seid ihr zu Hause, da lebt ihr. Das ist das, worum es geht. Und wenn ihr das einfach mal anerkennt, weil dann verändert sich so viel. Ganz oft haben wir einfach dieses, oh, jetzt muss ich schon wieder Fenster putzen, jetzt muss ich schon wieder dies und muss ich schon wieder das und dö. Ja, sicher, das ist das, was wir geben. Und zum anderen aber auch empfangen von unseren Räumen, dass wir wirklich empfangen. Und wenn wir dann die Fülle installieren, dann empfangen wir natürlich auch die Fülle wieder von den Räumen. Und das ist das, was auch für mich so viel verändert hat, auf der Ebene. Und das ist das, was ihr selber schon alle machen könnt. Und für so eine Feng Shui-Beratung, wie ich sie dann mache, wenn es wirklich persönlich ist, auf euch abgestimmt, dann geht es immer um euch. Und da ist der erste Schritt zu gucken, wie die Energie fließt. Und beim Energiefluss ist es jetzt so, dass Sabine hat ja im Erdgeschoss einen großen Raum. Und da muss ich jetzt ein bisschen, leider hatten wir keine Zeit vorher komplett per Video durch den Raum zu gehen, um uns wirklich den genauen Energiefluss anzugucken. In dem großen Raum ist es ganz leicht, die Energie zu lenken, weil da ja keine Blockaden sind durch Wände, Mauern und so weiter. Ganz oft haben wir aber in anderen Wohnungen mit so einem Flur und hier ein Zimmer und da ein Zimmer, dürfen wir wirklich dafür sorgen, dass die Energie gut fließt, dass alle Bereiche gut versorgt werden mit Energie. Das ist genauso wie in unserem Körper. Wir müssen atmen. Wir müssen atmen und die Energie kommt durch den Atem, über die Lungen, Blut, Sauerstoff, ihr kennt das alles, kommt die Energie überall hin. Und so ist es im Haus auch. Und wir können die Energie lenken. Und dafür gibt es Energieflusspunkte, die wir im Raum platzieren, so dass es wirklich,
dass die Energie gelenkt wird. Und was ich unbedingt noch machen muss bei dir, Sabine, ist, dass wir das wirklich bei Tag angucken, wenn auch deine Jalousien hoch sind, deine Raffrolos, wirklich zu gucken, ob da was dran ist, wenn du in der Haustür stehst, ob du dann direkt in den Pool guckst, wenn schönes Wetter ist und die Fenster sind offen. Das ist so ein Thema, so dieses Thema Energieautobahn, weil dann kommt die Energie zur Haustür rein, huscht einmal durch den Raum und ist im Pool. Nee, Haustür rein, also quasi jetzt das da hinten ist jetzt schon, da steht meine Paradiespflanze. Der Pool ist quasi da. Okay, gut, dann, ja genau, dann bleibt das ja durch die Paradiespflanze auch, bleibt die Energie im Raum. Also das ist immer ganz wichtig, dass man sich da die genauen Energieautobahnen anguckt, ne? Und das ist auch spannend, was du da gerade sagst, weil ich habe, also das ist eine ganz große Pflanze, die ist glaube ich so 2,50 Meter oder 3 Meter hoch. Ich habe auch das Gefühl, die steht jetzt hinter mir, das ist jetzt mein Büro sozusagen. Aber wenn ich dann tagsüber das aufhabe, habe ich immer so das Gefühl, das, was ihr jetzt quasi seht, da sehe ich dann dieses schöne Grün. Und seit es die da steht, habe ich so das Gefühl, ich bin irgendwie so geschützter. Das hat auch so, irgendwie fühlt sich das viel, ja, runder jetzt auch an. Also stimmiger irgendwie auch an. Naja, dadurch, dass die Pflanze da steht, also ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann. Das ist im Prinzip der Grundriss von der Sabine, von dem Haus. So, hier ist die Eingangstür. Ja. Und hier unten ist der Pool. Und die Pflanze steht jetzt hier. Und dadurch ist ja auch quasi dieser Durchgang von der Einfahrt hier direkt, ist der ja auch quasi ein bisschen versperrt. Ja, ja. Das heißt, da kann ja auch nicht mehr jeder einfach jetzt so da sich am Auto vorbeischlängeln und da so durch. Und dadurch schützt du dich wirklich hier. Und hier ist dieses Fenster. Und hier sitzt Sabine. Ja. Genau. So. Und das heißt auch, dass im Prinzip du kommst zur Haustür rein und direkt dadurch, dass da die Sitzecke ist und hier dieses mega tolle goldene Bild, das ist hier, glaube ich, die Energie gleich in diesen Wohnbereich reingelenkt. Das ist total klasse, dass es dahin gelenkt wird und nicht in die Küche. Die Küche ist hier. Ne? Mhm. Weil dann wird es ja gestern von morgens bis abends eventuell nur am Essen. Das kann sich auswirken auf das, was wir alle nicht so gerne haben. So, also und du hast dir im Prinzip damit ganz magisch, wie du bist, durch deine Wahrnehmung schon einen Rückenschutz kreiert durch diese riesen Pflanze und dann auch noch so einen mega coolen Rückenschutz, genau. Ja. Und das sind diese Dinge, die wirklich dann, die wir am Grundriss ablesen können. Und Sabine wollte immer ganz gerne wissen, wo ihre Reichtumsecke ist. Ja, Bussi, Gott sie mir. Ich gebe euch jetzt einmal einen kurzen Überblick hier über den Grundriss. Und zwar gibt es die Bagua-Bereiche. Nee, ich muss noch einmal kurz. Also, wenn der Energiefluss passt, dann gucken wir uns die Energiequalität an. Da habe ich ja schon zu Sabine gesagt, oder habe ich ja schon gesagt, Sabine hat die schon automatisch hochgedreht, weil sie ja sowieso so gerne sich mit schönen Dingen umgibt. Das ist das eine, dass die wirklich eine hohe Qualität haben, was die Fülle anbelangt. Das andere ist aber auch, dass jedes Teil durch Form, Farbe und Material Energie mit reinbringt. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob, wenn ihr jetzt hier bei mir im Hintergrund guckt, da ist dieser grüne Blumenstrauß, der sorgt dafür, dass unbewusst der Blick so ein bisschen nach oben geht, genauso wie der Schrank auf der Seite, der sorgt auch so ein bisschen dafür, dass der Blick nach oben geht. Die Bilder hängen ungefähr alle auf einer Höhe, das heißt, unsere Augen fixieren ein Bild und dann gehen die so in der Runde ab. Und dann bleibt quasi der Blick auf einer Höhe. Da ist kein Wachstum drin. Und alle, wie wir hier so sitzen, wollen wir ja gerne Wachstum haben. Für uns, für unser persönliches Wachstum und auch für unser Business. Also es ist wichtig, dass auch immer wieder mal was da ist, was den Blick nach oben bringt. So, das sind, und dann die nächste Stufe, Energiequalität sein kann. Das ist die Zuordnung über die Bagua-Bereiche, die wir am Grundriss ablesen können. Und das fängt an im Norden, das habe ich hier blau
angezeichnet. Am Norden, das ist quasi der Start. Die Chinesen starten im Norden. Das ist die Lebensreise. Was ist mein Ziel? Wie möchte ich es haben? Und da sieht man, da hat die Sabine einen ziemlich großen Bereich. Der nächste Bereich ist der Nordosten, der dann kommt. Der steht für Wissen. Das ist, also der Norden ist dem Winter zugeordnet und dem Wasser. Hier geht es dann weiter im Nordosten. Das ist dem Vorfrühling zugeordnet und dem Bereich Erde. Jetzt hat ja Sabine ein unheimlich hohes Wissen, auch mit dem, was sie tut. Und stärkt das Ganze auch noch mit vielen, du hast ja viele rechteckige oder quadratische Bilder, das gibt dir unheimlich viel Stabilität. Ne? Da ist er wieder. So, dann geht es weiter mit dem Bereich Familie und Gesundheit. Der ist auch schön groß und auch gut versorgt durch die vielen Fenster. Das ist auch ein super Vorteil von diesem riesengroßen Raum, der nach allen Seiten quasi Fenster hat. Dadurch steht dir quasi die komplette Energie von allen Himmelsrichtungen zur Verfügung. Weiter geht es dann mit dem Bereich Fülle. Da ist der. Also dieser Bereich. Ne? Der steht für die Fülle. Und Fülle und Reichtum. Der nächste Bereich, der rote, da geht es um Ruhm und Anerkennung. Das ist dein Süden. Das ist auch der Selbstwert, der da den du da manifestieren kann. Und der ist natürlich auch super versorgt hier durch das große Fenster. Dann kommt der Bereich Partnerschaft. Den dürfen wir ein bisschen stabilisieren hier, weil der... Da ist die Eingangstür. Genau, da ist die Eingangstür. Sorry, ich habe das gerade falsch gedeutet. Da ist die Eingangstür. Im Prinzip wird der Bereich Partnerschaft absolut gut versorgt, weil da ja die ganze Energie reinkommt. Genau. So, dann kommt der Bereich Kreativität und Kinder. Und das finde ich total spannend. Das ist hier, da ist die Treppe. Aha. Und die Treppe steht immer sinnbildlich für das Auf und Ab im Leben. Und da ich ja deine Geschichte kenne, finde ich das echt spannend, dass du dir so ein Haus ausgesucht hast, wo das ja auch immer so ein Auf und Ab war. Und auch da einfach diese Dinge, die ich euch jetzt sage, nicht größer machen als euer eigenes Wissen. Das sind immer Impulse, die ich gebe. Und ihr guckt genau an, ob das zutrifft. Und das finde ich mega, weil es auch eine große Herausforderung war in deinem Leben. Mhm. Und weil du aber auch eine der kreativsten Menschen bist, die ich kenne. Also das ist beides da wieder drin. Und die Treppe, die stabilisieren wir noch. Das gucken wir uns noch an, dass wir da noch was zum Stabilisieren bringen. Das können wir stabilisieren, können wir gut machen durch was Großes, Rundes, was die Energie zentriert, was die Energie sammelt und zentriert. Okay? Was auch spannend ist, dass da in dieser Ecke ist ein ganz riesengroßes Fenster mit einem V, also ein wunderschönes Glasfenster, so ein bisschen wie so Tiffany, so, ne, so von, also einfach so ein schönes Fenster. Und ich dachte, das ist ja spannend, dass in dieser kreativen Ecke, also in dem Raum, so ein tolles, also wirklich so ein tolles Glasfenster ist. Sehr spannend. Ja, aber dann müssen wir mit dem Runden müssen wir noch was machen. Ja, so. Und dann kommen wir hier zu dem Bereich hilfreiche Freunde und Mentoren. Und ich weiß, dass Sabine einen großen Freundeskreis hat, überall auf der Welt verteilt. Und sie ist ja auch mittlerweile Mentorin. Und wir wollen ja auch alle Mentoren werden mit unserem Business. Im Prinzip wollen wir ja dahin, dass wir die Leute inspirieren. Genau. So, da sieht man schon über die Verteilung. Ne? Also hier ist klar, wo die Reise hingehen darf. Ruhm und Anerkennung ist auch relativ von der Größe, ich sag mal im Mittel. Der Bereich Fülle ist mit einer der größten, Frau Penak. Ne? Yeah. Wunder macht es gar nicht so. Dann ist die Erdachse, die beiden Erdbereiche, das ist hier die kleine Erde und große Erde nach dem Kompass Bagua. Diese Bereiche sind ein bisschen kleiner.
Ne? Ja, das passt auch für mich ganz gut, weil wenn die Erdbereiche so sehr groß sind, dann kann das sein, dass die Menschen, das sind dann gerne mal die Menschen, die, oh, wie sage ich das jetzt? Ja, die so diese, das trifft ja irgendwie für dich auch alles zu. Die, nein, ihr kennt diese Menschen, diese, ich sag mal, die Mauer, also die Mauerblümchen, die Verlässlichen, die Stütze eines jeden Vereins und die immer da sind und für alle gut sorgen. Das bist du auch und trotzdem weißt du deinen Wert. Ne? Und das passt so ganz gut. Und dass die Erdbereiche, die sind da, die Erdachse ist ausgeglichen, wird gut versorgt durch die beiden Türen, die da sind. Hier ist die Tür und gut, hier gibt es keinen Zufluss an der Stelle. Und dadurch, dass du aber das so gut stabilisierst durch die vielen Bilder und die vielen rechteckigen und niedrigen Möbel, die du hast, finde ich, ist das schon relativ stabil, dein Erdbereich. Und dann haben wir halt die Metallbereiche. Da geht es wirklich ums Zentrieren, ums nach innen gehen. Das sind auch die Bereiche Südwesten und Westen und Nordwesten. So, das sind quasi auch so ein bisschen, ist das so diese Feierabendenergie. Wenn, das meinte ich vorhin in dem Call auch, wenn so ein Zyklus abgeschlossen wird, dann nochmal Revue passieren lassen. Was war das? Wie ist es gelaufen? Ist es gut gelaufen? Können wir es noch besser machen? Was möchte jetzt nochmal in die Welt? Schon den Samen säen für die nächste Kreation. Und da kann vielleicht noch ein bisschen Stabilität rein und das kann man noch ein bisschen verstärken. Und zum einen, und das finde ich auch wieder total schön, wenn ich dich hier sitzen sehe mit dem Bild, die Metallenergie wird symbolisiert oder steht in Verbindung mit den Farben Weiß, Silber und Gold. Ich weiß, wer auf diese Farben steht. Total. Und auch durch runde Formen, weil es, denk mal an so eine Spirale, ne, die wirklich dann so die Energie sammelt und zentriert. Und das hast du ja mit deiner neuesten Errungenschaft, ne, mit diesem mega tollen Bild, hast du dir ja diese Energie schon auch in deine Wohnung reingeholt. Und clever. Ja, du bist halt einfach clever. Und alles Weitere, also ich sag mal, ich glaube, das würde euch jetzt langweilen, wenn wir jetzt hier mit der Videokamera durch die Räume gehen und das genau im Einzelnen angucken. Ne? Was ich euch gerne noch mitgeben möchte, das ist hier die Feuerenergie. Feuerenergie steht in Verbindung mit der Farbe Rot und hauptsächlich Rot. Rot und der Dreiecksform. Und ich lade euch wirklich ein, dass ihr überall ein bisschen Feuerenergie mit reinbringt, weil es steht für unseren Ruhm und unsere Anerkennung, also unsere Selbstanerkennung, unseren Selbstwert. Und ab und zu mal so ein bisschen was Rotes, wenn ich jetzt auch hier einfach mal hingehe und halte jetzt mal hier noch dieses rote Samt ins Bild, dann verändert sich alles. Ne? Wenn ihr das ganz oft wahrnehmt. Ne? Oder wie viele von uns haben aus dem Grund rote Fingernägel, um die Feuerenergie immer da zu haben. Hm? Ich habe rote Lippen. Ja, so einen dezenten Lippenstift. Ne? Ja, eine rote Kerze, super, Anja, cool. Ja, und das ist ja dann doppelt, weil Feuer ist natürlich auch eine Kerze, logisch. Ihr könnt auch jeden Tag eine Kerze anzünden, und zwar für euch, für eure Anerkennung, wenn ihr das gerne mögt. Hm? Der Vorteil von Rot ist, und ich meine... Ein cooler Tipp, das gefällt mir. Ne? Und Rot darf auch dezent sein. Also, wenn ihr jetzt zu viel Rot macht, so überall, so bam, 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 dann kann es einfach zu viel sein. Aber so einen kleinen Eyecatcher da rein, der die Energie so ein bisschen hochdreht und der auch so ein bisschen Spannungsfeld aufbaut, das hat den Vorteil, im Gegensatz zu einer Kerze, das wirkt immer. Ihr müsst euch dann nicht drum kümmern. Es wirkt immer aufs Unterbewusstsein. Eine Kerze,
da müsst ihr im Prinzip jeden Tag dieses Feuer anmachen. Ne? Ist aber auch eine mega, mega schöne Übung. Ich habe das damals, ich hatte natürlich, als ich in die Feng Shui-Ausbildung gegangen bin, weder irgendwas, was den Blick nach oben leitet, also was uns stützt, das waren eben auch diese grünen Farben, das ist die Holzenergie, das ist alles das, was die Energie nach oben bringt, hatte ich gar nichts. Und wenn ich hier so an die Seite gehe, ihr seht das nicht, das, was so hell scheint, ist halt eine Stehlampe, die auch wirklich dann nochmal die Energie nach oben bringt. Und ich habe das dann wirklich in die Wohnung eingebracht und dadurch hat sich mein Leben verändert, weil einfach die Energie anders geworden ist. Und ich hatte nichts Rotes. Ich habe dann auch noch Feuerenergie reingebracht und habe das damit aufgeregt. Und dadurch hat sich mein Leben verändert, weil es immer auf uns wirkt. Und wir alle sind ja so, ja, keiner, der hier ist, hat nicht dieses Thema, dass wir unser Wissen erweitern wollen, dass wir was Neues lernen, dass wir die Welt und uns selbst verändern wollen. Und das machen wir. Wir buchen zum Beispiel einen Kurs bei Sabine oder bei mir und drehen damit unsere Power auf. Ne? Wir kommen in eine andere Schwingung und dann haben wir diese Schwingung. Und früher, wo es die Kurse noch, könnt ihr euch noch dran erinnern, ganz früher gab es die mal vor Ort, heute ist das ja alles online. Wenn das vor Ort war und du warst zum Beispiel auf einem Foundation-Kurs 4 Tage und warst in einer komplett anderen Schwingung und bist dann nach Hause gekommen, dann hat sich das total schräg angespürt. Ganz oft war das dann total schwer. Das war einfach, weil diese unterschiedliche, weil wir eine andere Schwingung hatten als unsere Umgebung. Wir haben uns so verändert, wir sind so mehr an unser Higher Self gekommen und unsere Umgebung war noch hier. Und deshalb können wir jetzt einfach, weil wir unser Haus darum bitten, und jetzt haue ich hier alles raus, weil wir unser Haus darum bitten, wir können unser Haus bitten, bewusster zu werden. Wir können die Schwingung erhöhen in unserem Haus. Und darum geht es auch ganz, ganz viel in meinem Energy Abundance Be Feng Shui Spezial. Da geht es darum, dass wir wirklich die Energie in unserem Haus erhöhen, damit sie uns noch mehr nährt, auch wenn wir immer weiter in der Energie, in der Schwingung höher gehen. Das ist das, was ich so mega, mega liebe und was ich einfach in die Welt bringen möchte. Und ich kann nur sagen, die Impulse von Christine oder allein schon, wenn sie auch mit dir spricht und mit dir zu tun hat, was sich da verändert, was da auch, also wie gesagt, was da bei mir angetriggert worden ist, auch mit meiner Paradiespflanze, die ich gesehen habe, wusste, sie musste da hinten dran. Das ist so, ich weiß nicht, was sie mir da alles auch in meinen Köpfchen da reingesteckt hat. Das war einfach nur magisch. Danke, ja. Danke, 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 danke. Das gehört natürlich auch dazu, ne? Beim Beyond Feng Shui, ich habe ja eben das klassische Feng Shui beschrieben. Und ihr merkt, ich komme dann immer von Höchstchen auf Stöckchen. Ja, und beim Beyond Feng Shui, da geht es auch wirklich darum, dass wir die Blockaden angucken, die wir haben, die wir im Kopf haben. Warum wir uns das eine oder andere nicht erlauben und wo wir auch unsere Wohnung nutzen, um uns selber zu blockieren. Ich habe schon mit Frauen gesprochen, die haben die Neigung gehabt, in ihre Eingangstür immer irgendwas reinzustellen, sodass quasi die Energie erst über dieses Hindernis muss, bevor sie zu ihr hinkam. Da gibt es ganz spannende Geschichten, was unser Unterbewusstsein da alles wählt. Und da geht es darum, wirklich sich das anzugucken. Und durch Corona finde ich das so klasse, weil das war auch so ein Impuls, den ich mit Sabine hatte, wirklich zu sagen, hier, wir haben die Möglichkeit, wir können per Zoom und wir können mit dem Handy, kann ich mit euch durchs Haus gehen. Ich kann mich ja verbinden mit der Energie und trotzdem ist die Optik natürlich nochmal eine andere Geschichte. Wenn dann mein lieber Kunde mit dem Handy durch die Wohnung geht, dann merke ich schon, wie der Energiefluss ist und wo eventuell Blockaden sind. Ja, also ihr merkt, wenn ich anfange dann, ja, weil ich es wirklich gemerkt habe, wie sehr es bei mir funktioniert hat. Ja.
Und wenn ihr mit dabei sein wollt, wenn ihr mehr wissen wollt, wir werden also dieses Video auf jeden Fall in die Gruppe reinstellen. Dazu wird sie auch ihre tollen 27 Tage, diesen zauberhaften Kurs und natürlich halt auch ihre ganzen Daten, dass wir sie kontaktieren können. Ja. Ja. Genau. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen, ihr zauberhaften? Darf ich doch? Also super, danke vielmals. Es ist mega schön, wie du strahlst. Das ist wirklich dein Ding, das sprüht aus allen Dingen. Das finde ich super. Ich habe eine Frage, mein Eingang. Ich habe zweistöckiges Haus, ist dann im Bauernhaus eingebaut. Und das war der ehemalige Kuhstall. Und wenn du reinkommst, dann ist da nicht so der Hauptweg, geht in einen, so ein Gästezimmer und die Treppe geht links weg. Ich weiß nicht von der Energie her. Oben hat es relativ viele Fenster für sein altes Haus, aber unten, wenn das, die Energie durch die Haustüre reinkommt, dass nicht alles nur geradeaus geht, sondern auch die Treppe hoch. Ja, da kann man, da kannst du dir was überlegen, dass die Energie die Treppe hochkommt. Da können wir quasi unser, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und bei uns Menschen ist es so, dass im Großen und Ganzen die Energie da ist, wo wir hingucken, weil das halt ein wichtiges Sinnesorgan für uns ist. Und wenn du jetzt an deiner Treppe von unten nach oben, ich nehme jetzt einfach mal den Klassiker und du denkst analog dazu. Mhm. Stell dir vor, du hängst da ein Bild auf von einem Baum im Winter. Und ein Stück weiter hoch hängst du ein Bild auf von einem Baum im Frühling. Und wenn es dann auch noch um die Ecke geht, dann ist unser Unterbewusstsein schon so, dass es sagt, gibt es jetzt auch noch ein Bild vom Sommer? Und wie sieht der Baum im Herbst aus? Und schon geht die Energie ganz leicht hoch. Ne? Ja. Dass wirklich, dass du die so Energie, Aufmerksamkeit da hochlockst. Ja. Wichtig ist auch an der Stelle die Beleuchtung im Treppenhaus. Kein Mensch geht gerne wohin, wo es dunkel ist. Also deshalb auch gerne mit Beleuchtung arbeiten. Heute gibt es auch schon so mega tolle LED-Lampen, eventuell sogar auch mit Batterie, das ist auch oder mit Akku. Das macht so auch irgendwie, da gibt es viel, was man da machen kann. Das ist erstmal so das, was ich dir sagen kann, ohne groß jetzt wirklich die Räumlichkeiten zu sehen. Ne? Und und wenn sie es dann halt auch aufteilen darf, dann kann man wirklich vor Ort gucken, mit welchen Objekten man die Energie leiten kann. Doris, kannst du dich mal stumm schalten? Oh, du bist ein bisschen laut. Danke, Sabine. Nein, ist gut. Danke, weil ich habe jetzt Fotos, so Fotostreifen mit Fotos von meinen Tieren und von Familie und so rein. Also es hängen da unten. Ja, also wichtig, schöne Erinnerungen. Dass es halt auch hochgeht. Muss noch weiter aufgehen, ja. Ja, und ist super. Und da bin ich auch da. Familie, also wie gesagt, Treppe, spür einfach rein, was es für dich macht. Treppenhaus steht immer fürs Auf und Ab. Und dann die Ahnengalerie im Treppenhaus zu installieren, ist halt so eine Frage. Ne? Was es dann kreiert, ob das wirklich der Platz ist oder ob sie halt da hängen, ja, was deine Intention dahinter ist. Da gibt es eine ganze Menge. Wichtig ist die Energie. Wenn du sie da hingehängt. Meistens sind es meine Tiere. Okay. Ne, also, und die Tiere ist ja auch, damit kannst du ja auch schön spielen, um dann die Energie da hochzuleiten. Ne? Das, ja. Das ist eine gute Idee, dankeschön. Gerne. Anja, du hattest auch noch ewig freigeschaltet. Ja, ich wollte eigentlich nur auch sagen, wie toll ich immer deine Vorträge finde und ich es auch zustimme, was der Karin gerade gesagt hat. Du strahlst immer so und ich muss auch sagen, ich könnte dich auch andauernd anhören, das ist so toll. Und ich gehe mittlerweile auch mit einem ganz anderen Blick durch die Räume durch. Also ich wohne ja eigentlich bei meinen Eltern mal da oben drin, nachdem ich eigentlich aus meinem Haus ausgezogen bin. Und zwar eigentlich nur so eine Übergangslösung, auch schon 8 Jahre. Aber okay. aber trotzdem habe ich immer gedacht, ah nee, da mache ich nicht viel, weil ich will ja auch meine Villa haben oder mein größeres Haus. Aber ich muss sagen, ich gehe mittlerweile durch und denke, okay, das brauche ich nicht mehr und das auch. Und ich habe den Blick jetzt auch dank dir komplett anders. Ich überlege jetzt auch, ob ich ein Dachfenster reinmache, weil ich Südseite überhaupt gar kein Fenster habe
in der Dachwohnung oben. Und also ich kann jedem wirklich nur Christine empfehlen. Du bist so toll und du strahlst so und es macht so eine Freude jedes Mal. Ja, auch wenn ich nicht oft dabei sein kann beim Live, aber ich höre es mir echt oft an und das ist einfach, hätte nie gedacht, dass Feng Shui mich mal so anspricht. Also das ist wirklich richtig, richtig toll. Ich danke dir. Ich danke dir für das Feedback und ich liebe es wirklich. Dieses März. Ja, ich sag mal, auf diese leichte Art schon so viel Veränderung reinzubringen und dann halt nochmal tiefer zu gehen. Und das ist für mich wirklich ganz persönlich, weil dann geht es wirklich auf eine tiefere Ebene. Ich hatte das einmal, dann war das in der Partnerschaft, er war Architekt und hatte da so ein hypermodernes, voll Stylo-Haus geplant und gebaut. Und sie wollte eigentlich ein Bauernhaus. Ne? So, und dann, das war so spannend, was sich da auch verändert hat während dieser Beratung. Ne? Dann, ja, und im Endeffekt ist es dann manchmal auch so, dass man Wahlen treffen darf. Und, aber es muss auch nicht immer so sein, dass das Haus abgerissen werden muss, sage ich immer so spaßeshalber. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, die Energie zu drehen in der aktuellen Situation. Und Anja, ich lege dir ans Herz, wirklich diese Dachwohnung wirklich kuschelig zu machen, so wie sie für dich richtig ist. Und dann, manchmal ist es wirklich so, wenn das dann erledigt ist, dann geht es weiter. Dann findet sich was anderes, was Neues. Letzte Woche hatte ich das mit einer jungen Frau, die hat dann auch, die haben ganz lange überlegt, so im Start, wir bleiben eh nicht lange in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung, wir wollen ja was anderes, Und dann haben sie jetzt, weil der Urlaub gestorniert war, haben sie jetzt ein neues Wohnzimmer gekauft quasi, also Sofa, Tisch und sowas alles. Und auf einmal gab es ein Angebot für ein Haus, was sie eventuell mieten können. Also jetzt hat sich das, weil sie einfach auch in ihrer Wohnung angekommen sind. Weil wir uns dann damit befassen, mit dieser Option, was da alles ist. Und auf einmal gab es das Angebot für was Neues. Ja, und also da kommen dann auch Dinge, die wir nicht unbedingt kontrollieren können, kommen über diese Art und Weise auch rein. Ja, und es ist so schön, jetzt wirklich durchzulaufen und sagen, okay, brauche ich nicht mehr, da renoviere ich auch was, da mache ich wegen Farbe hin. Also ich gehe wirklich mit einem ganz anderen Blick durch und es ist so schön und also ich habe mir noch nicht viel verändert, aber da noch ein Kerzchen und die rote Kerze wird auf den Tisch gestellt und wird ab und zu angezündet, so Kleinigkeiten und es fühlt sich schon gemütlicher an und ich bin so, oh schön, ich bin zu Hause. Das ist so jetzt schon ein ganz anderes Gefühl. Richtig toll. Also vielen Dank. Gerne. Und du hast gerade das Wort Kleinigkeiten benutzt. Es gibt keine Kleinigkeiten. Das ist genau wie bei der Arbeit mit Sabine auch. Es gibt keine Kleinigkeiten. Oder habt ihr schon mal versucht, mit einem Moskito in einem Raum zu schlafen? Nein. Na? Und das sind diese Dinge. Und ich liebe es auch, die zu finden, damit es wirklich richtig aufgeht. Damit es richtig, richtig aufgeht. So, ja. Und bei Sabine, wir verabreden uns auch nochmal für einen privaten Zoom, um dann die Kleinigkeiten noch zu finden, um es richtig aufdrehen zu können. Und dann wird es nochmal ein After-After-Zoom geben, damit ihr auch wisst, was hat sich alles verändert. Weil wie gesagt, wir sind jetzt gerade auch gucken, wo die Reise noch so überall hingeht. Also wir lassen es euch wissen. Auf jeden Fall, bitte. Ja, und wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann kommt in meine Gruppe, guckt euch meine Lives an und was ich da auch manchmal so an Content raushaue, weil ihr merkt, wenn ich ins Erzählen komme, dann gibt es kein Halten. Und wie sehr können wir alle zusammen eine ganz andere Realität kreieren, indem wir wirklich bei uns anfangen und unsere Räume magisch werden lassen für unseren Vorteil. Dass die uns permanent nähern und dass wir mit den Räumen zusammen wachsen oder unsere Räume mit uns zusammen, wie auch immer. Und ja, und ich freue mich, ja, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr ein Like da lasst, ne? Das ist ja auch was, was dann funktioniert. Und wenn ihr bei meinem Gewinnerspiel mitmacht. Ja. Ja. So, ihr Lieben, dann, liebe Christine, dir erstmal herzlichen Dank für die Zeit, für deine magische Energie. Oh, da gibt es einen Daumen, das ist ja geil. Oh, das ist cool, ne? Ja, auf Reaktionen.
Dann könnt ihr dann kriegt ihr von mir auch einen Daumen. Wie geil ist das denn, bitte? Jetzt noch ganz mega gut. Geil. Bitte. Okay, jetzt. Oh, warte mal, nochmal, warte. Warte. Tschüss. So gar nicht gestellt, ne? Nein. Ganz spontan. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir sehen uns. Danke dir, liebe Sabine, für die Einladung. Danke dir für die Zeit und für deine Magie. Ja. Danke euch. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.